Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Ich drehe das Video jetzt gerade zum zweiten Mal, weil die Bildschirmaufnahme vorhin nicht funktioniert hat. Das habe ich leider erst am Ende des Videos gesehen, wo ich das ausgemacht habe. Ich habe leider ein paar von den neuen Sachen entwickelt. Ich blende euch das hier eh ein. Weil heute reden wir über meine 100er und die Ausbeute von der ersten Gen 3 Perch Knight. Und ich habe auch ein paar Sachen entwickelt für das Video jetzt gerade, das leider nicht aufgenommen hat alles. Beziehungsweise gar nichts aufgenommen hat. Auf jeden Fall, am Wochenende war Perch Night in München die erste. War okay, war relativ anstrengend, ich hatte so viel zu tun. Dann in der Nacht noch Perchen Scan fahren bis 3, 4 Uhr in der Früh. Und dann direkt am nächsten Tag 6 Uhr wieder aufstehen, das war krank. Echt keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Aber große Highlights gab es nicht, ich blende hier eh alles ein. Ein paar Sachen entwickelt, also die habe ich nicht so wild gefangen. Ich habe gehört, in Berlin letzte Woche kam ein paar krassere Sachen, da war auch Bummels 100% am Start. Und Wien war auch an dem Wochenende. Also nicht da, wo Berlin war, sondern da, wo wir die hatten, also vor ein paar Tagen. Und da kam 100% Togetic. Zu krass, zu saftig. Eine der wenigen Pokémon, die mir noch fehlen. Und eins der überklassen seltenen halt. Richtig schade. Richtig schade. Vor allem, weil ich mir ja überlegt hatte, da hinzufahren. Also wäre ich gefahren, dann hätte ich jetzt einen Togetic. Aber kann man nichts machen. 100% Tassler kam dort, glaube ich, auch. Also ein paar echt coole Sachen, was bei uns echt nicht kam. Wie gesagt, bei uns kam echt nichts allzu überklasses. Ich glaube, das krasseste war der hier. Ein 100er Spoink, den ich entwickelt habe. Ich zeige euch mal kurz, ja, wie. So. Ich habe auch ein paar entwickelt und leider noch nicht die Medaille bekommen. Jetzt habe ich... Moment. Ich dachte, ich hätte die Medaille geknackt jetzt durch die Entwicklung, aber nicht ganz. Starter 100 kam leider keine. Hydropi-Nest hat sich einen Tag davor geändert, weil Nestwechsel war, was ich vollkommen vergessen habe. Und Niantic hat uns kein neues Starter-Nest gegönnt. Minun habe ich einen am letzten Tag gefangen. Zum Glück da irgendwo die Straße runter bei mir. Konnte ich gechillt zu Fuß mir holen. Das war richtig Schicksal. Wampel habe ich jetzt genau zwei. Muss ich noch schauen, ob es irgendeinen Trick gibt. Nochmal, dazu kommt noch ein Video. Da werde ich ein paar Sachen ausprobieren. Ein paar Kommentare gelesen, ein paar Sachen nochmal nachgeschaut. Und dann werde ich da ein bisschen herum experimentieren, ob man das irgendwie beeinflussen kann. Weil ich will ja von jeder Endstufe einen haben. Ein Rettern, also von Gen 1, habe ich auch zwei neue. Und zwar Rettern. Einer der wenigen, der mir noch gefehlt hat. Kam rein. Relativ knapp. Ein, zwei Minuten Puffer, aber Robert, guter Fahrer, krasser Fahrer. Hat uns den geholt. Wahrscheinlich, weil der Gift ist, weil das Wochenende war meistens... bewölkt, genebelt, irgendwas, auf jeden Fall war Gift halt sehr stark vertreten und es kamen so viele Hornlios rein, 100% wegen dem Giftwetter, also ich will gar nicht wissen, wie viele Hornlios, aber das ist auf jeden Fall sehr interessant, wie das Wetter die Spawns beeinflussen kann, also Philipp meinte, es gibt dreimal mehr 100er als sonst, üblicherweise, und das hat man, glaube ich, auch gemerkt, leider waren die meisten halt Hornlios, auf einmal kam dann zum Beispiel nur noch Evolis, 100% rein, ein paar richtig krasse, Level 35 oder so, darüber gehen wir auch gleich noch, die 35er und sowas. Und dann hat man es gemerkt, da kamen so Magnetilo und Gosana rein, also das hat man richtig gemerkt, wie das Wetter die Spawns beeinflusst hat. Und was noch interessant ist, das Wetter beeinflusst auch die Spawns im negativen Sinne. Wenn man zum Beispiel hinfährt und sich das Wetter ändert, dann könnte es sein, dass der 100er kein 100er mehr ist. Das habe ich leider auch mal miterlebt. Bin zu einem Quickel gefahren, Level 35, richtig saftig. Und leider hat sich das Wetter zwischendurch geändert, bis ich ankam. Und der war leider kein 100er mehr. Der hatte sogar die schlechteste Bewertung. Und ein paar haben gemeint, das Pokémon komplett hat sich sogar geändert. Habe ich selbst noch nicht miterlebt, nur den IV-Wechsel. Aber das macht es auf jeden Fall ein bisschen spannender. Man muss auf die Zeit achten, man muss auf ein paar Sachen achten, ein paar Faktoren. Macht die Jagd auf jeden Fall ein bisschen actionreicher. Könnte natürlich auch zu Problemen führen, wenn dann manche zu sehr rasen, um das Pokémon noch zu erwischen, bevor das Wetter sich ändert. Übrigens, das Wetter ändert sich ungefähr zur vollen Stunde immer. Also kann es sich ändern, wird es geupdatet. Dann schauen wir uns mal noch ein bisschen die Ausbeute an. Nidogan weiblich, wahrscheinlich wegen dem Giftwetter, endlich jetzt auch bekommen. Hat mir irgendwie immer noch gefehlt, voll lange. Eine Neko habe ich mir geholt. Auch entwickelt für euch. Das habt ihr jetzt leider nicht gesehen, weil es sich aufgenommen hat. Dann ein Pfiffchen.
gefälschter Hundester. Hab ich auch gerade für euch entwickelt. Und den hier habe ich entwickelt. Auch Gift, deswegen kam der aber auch relativ häufig. Und dann den hier. Level 30 Fritzeblitz. Der war schon saftig. Attacken und sowas schauen wir uns demnächst mal an für ein anderes Video. Falls wir mal genug Candys haben zum Pushen. Und ja, das stimmt, den habe ich auch entwickelt. Level 30, nicht Level 30, 100% Makuhita. Es kam ein 29er 100% Makuhita. Aber ich habe mir leider nur den geholt. Richtig schlechte Attacken bekommen. Zwei Stahlattacken. Ich muss mal schauen, ob ich den auf Max pushe, damit ich einen Vergleich machen kann zwischen dem 100% auf Max und dem Machomai. Weil da haben auch schon viele gefragt. Und bisher hatte ich halt keinen guten, um da so einen Vergleich ziehen zu können. Aber wenn ich den auf Max hochpushe, kann ich den mit dem 100er Max Machomai vergleichen. Vielleicht mache ich das demnächst für euch. Schreibt das unten in die Kommentare, falls ihr das sehen wollt. Ansonsten habe ich eigentlich jeden von den neuen geholt auf 100%, der bei uns in München kam. Abgesehen von einem, das war Zickzacks. Kam, glaube ich, ja, es kam schon mehrere, aber bei dem einen, wo ich war, ist er leider nicht gekommen. Ich hatte ein paar GPS-Probleme. Ihr wisst, seitdem es diese neue Map hier gibt, habe ich leichte GPS-Probleme, keine Ahnung wieso. Und ja, leider nicht gekommen, dann ist er despawned. Und das ist jetzt der einzige, der mir fehlt von Gen 3. Zumindest von denen, die halt gekommen sind. Weil wie gesagt, bei uns ist nichts krasses gekommen. Kein Bummels, kein Trassler. Der meditierende Typ nicht, keine Starter, keine Eichel. Also schon ein paar coole Sachen hätte ich gerne gesehen, aber kam nichts. So, abschließende Worte. Pötschner war okay, war lustig. Und neue Pokémon sind immer geil, macht immer Spaß, aber jetzt habe ich ja eigentlich fast alle wieder. Wetter, sehr interessant. Ändert die Spawns, beeinflusst die Spawns, man muss darauf achten beim Scan auf der Fahrt. Und es beeinflusst auch die Typen der Pokémon. Man merkt es ja richtig krass, wenn zum Beispiel viele Magnetilus 100er kommen oder Gossana oder Evolis oder Kampf-Pokémon. Macholus kamen sehr viele, Makuhitas auch ein paar. Da kann man zum Beispiel jetzt auf Eis hoffen, damit Lapras 100% mal kommt oder sowas. Oder dasselbe, warte, zum Beispiel jetzt ist es, glaube ich. Moment. Genau, leicht bewölkt ist normal, sprich 100% Gelaxo. Also auf solche Sachen kann man hoffen, das ist geil. Ansonsten die Tatsache, dass Pokémon jetzt wild fangbar sind, über Level 30, ist auch richtig saftig. Vor allem, weil ich irgendwann mal jedes 100er auf Max pushen will. Und das spart halt echt eine Menge Staub und Bonbons. Vor allem von Level 30 auf 35 wird es ja richtig teuer. Und da kann man echt nicht nein sagen, wenn, keine Ahnung, selbst wenn so ein Müll kommt, den ich bereits habe. Ich habe ja eigentlich fast alle von Gen 1 und 2. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwas kommt, das ich bereits habe, aber sehr hohes Level ist, dann ist es halt wieder interessant für mich. Und das macht Purge wieder interessant, Scandantouren wieder interessant. Also das gibt wieder einen gewissen Reiz. Selbst wenn da jetzt, keine Ahnung, Knofenser kommt. Wen juckt ein Knofenser? Aber wenn der Level 35 ist, den kann man sich schon mal mitnehmen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Das finde ich echt eine geile Erweiterung. Und es könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass demnächst eine Level-Erweiterung kommt. Aber mehr dazu in einem anderen Video. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Ah ja, bevor ich es vergesse. Dieses Wochenende... Moment, Datum. Ich brauche erstmal ein Datum hier. 22. 23. Purge Night in Berlin schon wieder. Die Berliner gehen ab, die sind richtig Purge, gell? Gutes Timing haben die sich ausgesucht, weil möglicherweise diese Woche ein Weihnachts-Event angekündigt wird. Und möglicherweise kommt Botokel. Botokel 100% Purge Night. Würde sich gut ergeben. Mal schauen, ob ich Berlin am Start bin. Ist relativ knapp, relativ spontan. Schau es mir mal an, ob ich fahren kann. Aber wie gesagt, das war's von mir. Checkt die anderen Videos ab. Mal liken, subscriben, kommentieren. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.